Wir haben hier eine verhältnismäßig hässliche Gleichung. Das Dümmste, was Sie machen können, wäre Klammer auflösen. Das heißt, hier Klammer hoch 4 würde ja bedeuten, Klammer mal Klammer mal Klammer mal Klammer. Müssen Sie jedes mit jedem multiplizieren. A geht es ewig und B kriegen Sie nachher eine Gleichung raus, die Sie gar nicht mehr berechnen können. Was Ihnen also auffallen sollte, ist, hier steht die gleiche Klammer wie drüben. Das heißt, eine Lösung, wenn auch nicht die beste, eine Lösung wäre, wenn Sie die Klammer substituieren. Wenn Sie also schreiben, u ist 2x hoch 3 minus 11. Es wäre deswegen eine Lösung, weil damit würde die Gleichung so aussehen, statt Klammer hoch 4 haben Sie jetzt u hoch 4, minus 4 mal statt Klammer hoch 2 steht jetzt u hoch 2 gleich 45. Wesentlich besser als vorher, aber ich habe jetzt eine Gleichung mit u hoch 4, u Quadrat, jetzt müsste ich nochmal substituieren. Jetzt müsste ich also zum Beispiel sagen, z ist u Quadrat und käme damit auf die Gleichung z Quadrat minus 4z gleich 45. Geht, wie gesagt, ist ein bisschen doof, weil man zweimal substituieren muss. Die geniale Lösung wäre, im ersten Schritt haben Sie erkannt, hier steht immer die gleiche Klammer. Ich könnte also die Klammer substituieren. Jetzt aber noch genialer. Hier habe ich Klammer Quadrat, hier Klammer hoch 4. Ich substituiere also mit u nicht die Klammer, sondern als u nenne ich die ganze Klammer hoch 2. Warum? Aus Klammer hoch 4 wird jetzt einfach u Quadrat. U Quadrat schreibt sich so. Und diese Klammer Quadrat, die ist jetzt einfach u. Also habe ich hier stehen, u Quadrat minus 4 mal u gleich 45. Schöne quadratische Gleichung. Kann ich jetzt nach u auflösen. Vorher bringe ich natürlich die 45 rüber. Habe also u Quadrat minus 4u minus 45 gleich 0. Eben jetzt kann ich ABC oder PQ-Formel anwenden. ABC-Formel oder PQ-Formel. Die dürfen Sie selber machen. Und Sie sollten auf jeden Fall erhalten einmal minus 5 und einmal 9. Und jetzt kommt natürlich die Resubstitution. Wenn Sie resubstituieren, u gleich minus 5. U war ja die Klammer hoch 2. Das heißt, aus u gleich minus 5 erhalte ich, eben dadurch, dass u ja die ganze Klammer hoch 2 ist, habe ich jetzt die ganze Klammer hoch 2 ist minus 5. Wenn ich jetzt versuche, nach x aufzulösen, müsste ich ja die Wurzel ziehen, um das Quadrat wegzukriegen. Und Wurzel aus minus 5 geht nicht. Man kann das auch so sehen. Klammer hoch 2, egal was in der Klammer ist. Klammer hoch 2 ist immer positiv, kann nie was Negatives geben. Das heißt, hiervon habe ich definitiv keine Lösung. Jetzt kommt die zweite Lösung. U2 gleich 9. Auch hier, statt um U, schreibe ich wieder meine Klammer Quadrat hin. Habe also Klammer Quadrat gleich 9. Am geschicktesten eben löse ich die Klammer nicht wieder auf, sondern ich ziehe die Wurzel. Habe also 2x hoch 3 minus 11 gleich, beim Wurzelziehen plus minus, also plus minus 3. Bringe jetzt die 11 rüber. Und als Pluslösung habe ich damit 2x hoch 3 gleich plus 3 plus 11 sind 14. Als Minuslösung habe ich 2x hoch 3 gleich minus 3 plus 11 gäbe 8. Und jetzt rechne ich einfach weiter. Wenn ich durch 2 teile, habe ich hier x hoch 3 gleich 7. Wenn ich die dritte Wurzel ziehe, habe ich x ist dritte Wurzel aus 7. Bei dritte Wurzel ziehen gibt es kein Plus Minus. Also es bleibt so stehen, das wäre mein x1. Und da drüben teile ich ebenfalls durch 2, habe also x hoch 3 ist 4.
ziehe die dritte Wurzel und habe x2 gleich dritte Wurzel aus 4. Auch hier natürlich kein Plus Minus. Und damit habe ich meine beiden Lösungen. Man kann natürlich das im Taschenrechner eintippen, dann kommt die Kommazahl raus. Man kann es auch so stehen lassen. Also, eine etwas abgefahrene Substitution. Vermutlich werden Sie sowas nicht brauchen. Der Sinn davon ist also einfach für Sie zu sehen, so könnte man auch substituieren. Wie gesagt, in der Schule werden Sie sowas mit Sicherheit nie sehen.